Hallo, hier ist Quert von pocketpc.ch und ich möchte euch einmal das kostenlose Spiel Cordi zeigen. Bei Cordi ist man dieses kleine Männchen und muss halt in dieser Welt hin und her laufen und bestimmte Sachen erledigen, um die Türen freizuschalten. Und man kann hier einfach mal die Welten aussuchen. In dem Hauptmenü, da können wir einfach mal diese Welt. Man kann hier mit dem linken Stick und dem rechten hin und her laufen und hier rechts kann man irgendwelche Bonussachen machen, wie springen zum Beispiel. Und ansonsten, dieses Spiel gibt es in verschiedenen Grafikauflösungen. Das Ganze, also in Grafikqualitäten, das Ganze hier ist jetzt low. Aber zum Beispiel auf Tegra 2 Geräten, die jetzt alle neu rauskommen, mit den Tablets kann man das auch auf high stellen, wo die Grafik deutlich besser aussieht. Man kann hier die ganzen Levels auswählen. Ich nehme jetzt einfach mal das erste hier, das habe ich zwar schon einmal gemacht. Na, wenn ich rausfinde, wie man da hinkommt. Genau so. Und jetzt kann ich hier durch die Tür laufen. Und das ist halt alles 3D. Da muss man ein bisschen drüber nachdenken. Man muss ja auch in der 3D sich bewegen in diesem Level. Ist wie gesagt momentan kostenlos im Markt verfügbar. So. Man muss hier diese Dinge einsammeln. Und wenn man alle 30, glaube ich, eingesammelt hat, geht die Tür auf. Oben sieht man das. Muss man hier halt irgendwie versuchen, da ranzukommen. Genau habe ich das auch noch nicht gemacht. Dieses Level. Kann bestimmt mit dieser Kiste hier oben genau die da raufstellen. Dann von da aus. So wird das jedenfalls funktionieren. Es gibt hier viele solche kleine Gimmicks und Sachen, die man benötigt. Hier die Kiste muss nachher hier hin, sieht man an diesem Icon, damit man hier oben rauf kann. Und weiterkommen kann, ist jedenfalls ein sehr lustiges Spiel. Das ist kostenlos, sieht dafür echt gut aus. Und falls euch das Video gefallen hat, abonniert doch unseren Channel. Wir haben jetzt bald irgendwann noch 2000 Abonnenten und wir überlegen auch, ob wir dann irgendwas für euch machen können. Und wenn ihr uns abonniert, kriegt ihr halt immer irgendwelche Nachrichten oder seht halt immer, wenn wir neue Videos zu irgendwelchen Android-Spielen, zu iPhone-Spielen, zu Windows Phone 7-Apps oder auch Geräte haben. Und natürlich könnt ihr uns auch auf www.pocketpc.ch besuchen und natürlich wieder den Daumen hoch. Dankeschön!